Hallo, wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Udo Ulfkotte. Ich bin eine Ratte. Ich bin Mischpoke. Ich bin das, was Politiker Ungeziefer nennen. 17 Jahre habe ich für die Frankfurter Allgemeine Zeitung gearbeitet, habe für Verlage wie Gruner und Jahr gearbeitet, habe Lügen verbreitet, wurde vom Bundesnachrichtendienst und von ausländischen Geheimdiensten gesteuert und unterstützt. Jetzt möchte ich hier nicht eine bestimmte politische Gruppe unterstützen. Ich stehe nicht für rechts, links oder wen auch immer, sondern ich möchte hier, jetzt und an dieser Stelle einfach nur ein paar Argumente, hoffentlich sachlich, dafür liefern, 16 gute Argumente, um auf die Straße zu gehen. Vielleicht werden sich auch einige derjenigen, die gerade auf der anderen Seite der Polizei und der Absperrung stehen, bei dem, was ich Ihnen jetzt sage, wiederfinden. Erstens, diejenigen, die bei PEGIDA auf die Straße gehen, wir haben kein Vertrauen in Politiker mehr. Seit Jahren schon sinkt das Ansehen der Politiker aller etablierten Parteien in der Bevölkerung. Nur noch 15% der Deutschen vertrauen unseren Politikern. Die aber interessiert das nicht. Die wachsende Unzufriedenheit in der Bevölkerung, die es in allen politischen Parteien gibt, wird von ihnen abgeblockt. Zweitens, Medienlügen. Nur etwa jeder Dritte in Deutschland, das stammt nicht von mir oder von linken oder rechten politischen Parteien, nur jeder Dritte hat noch Vertrauen in unsere Qualitätsmedien. 63% der Deutschen haben kein Vertrauen mehr in die Ukraine-Berichterstattung. Immer mehr Journalisten werden arbeitslos. Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen nur sagen, die Medien und die Politiker, die den Bürgern jetzt ihre volle Verachtung zeigen, die Kommentarfunktionen im Internet schließen und uns Bürger einfach für zu dumm oder für Ratten erklären, weil wir auch einmal auf unsere Probleme aufmerksam machen wollen, die müssen sich halt zukünftig andere Leser und Zuschauer suchen. Wir brauchen die Politiker und diese Medien nicht. Drittens, Thema Islamisierung. Das Thema Islamisierung ist ja das Thema, mit dem PEGIDA in Dresden als allererstes auf die Straße gegangen ist. Politik und Medien ignorieren die Sorgen der Bevölkerung über die Aufgabe unserer Werte, vor allem gegenüber dem Islam. Sie bestreiten eine Islamisierung. Schauen wir doch in diesem Zusammenhang, gibt es die Islamisierung oder gibt es sie nicht? Nehmen wir doch nur den heutigen Tag. Der grünen Menschenrechtsexperte Omid Nuripur, der baden-württembergische SPD-Politiker Thomas Funk und der Moslem-Funktionär Ayman Maciek fordern von uns Deutschen, dass wir als Zeichen unserer Integrationsbereitschaft in den kommenden Tagen zu Weihnachten in unseren Kirchen muslimische Lieder singen sollen. Im christlichen Weihnachtsgottesdienst an Heiligabend muslimische Lieder? Was würde denn passieren, meine Damen und Herren, wenn ich als Udo Ulfkotte zum nächsten islamischen Fest des Fastenbrechens in einer Moschee hier in Deutschland lautstark christliche Weihnachtslieder singen würde? Man würde mich selbstverständlich sofort wegen eines Hassverbrechens verhaften, anklagen und verurteilen. Und unsere Medien würden mich natürlich einen Rechtsradikalen nennen. Umgekehrt aber soll das ein Zeichen von Integration sein? Islamisierung gibt es angeblich nicht. Moment einmal, meine Damen und Herren. In Schulen und Kindergärten bedeutet Islamisierung aus Sicht von immer mehr Bürgern, dass wir mit Rücksicht auf Muslime dort keine Zubereitung von Schweinefleisch mehr finden. Islamisierung in unseren Schwimmbädern heißt spezielle Badetage mit Rücksicht nur für muslimische Kleidungsgewohnheiten. Islamisierung auf Friedhöfen, das bedeutet, dass Muslime nicht in der durch Christen verunreinigten Erde bestattet werden dürfen. Sie dürfen ihre Toten ohne Sarg oder Urne begraben und so weiter. Noch leidvoller ist die Erfahrung für viele Bürger mit der Islamisierung vor der Justiz. Für Muslime gibt es in Deutschland überall inzwischen Sonderrechte. Beispiel, so wird bei Muslimen die Vielehe, die Polygamie hier in Deutschland anerkannt. Und bei Muslimen wird vor Gericht auch stets auf die kulturellen Besonderheiten Rücksicht genommen. Das ärgert mich. Viele stört auch die Islamisierung der Städte durch immer mehr neue Moscheen. Und sie stören sich am Koranunterricht in deutschen Moscheen. Jungen Muslimen beigebracht wird im Koranunterricht, dass ihr Vorbild Mohammed im Jahr 627 nach unserer Zeitrechnung in der Stadt Yathrib mehr als 500 Menschen, die ihm nicht folgen wollten,
Gräben ausheben und ihm dann den Kopf abschneiden ließ. Es stört viele Bürger, dass wir wie selbstverständlich hier mitten in Deutschland jetzt Torado so ein bisschen ungewohnt für mich mit dem Hall und dem Geschrei, aber ich werde es weiter versuchen. Ich störe mich daran, dass wir in unseren Medien faktisch ein Verbot von Islamkritik haben. Man kann doch in unseren Medien jeden Christen oder Atheisten als Deppen darstellen, nur Muslime nicht. Wer auf den Altar des Kölner Doms uriniert, der wird von unseren Medien als Held gefeiert. Doch wer an die Tür einer Moschee uriniert, der begeht ein Hassverbrechen. Mich stört es, wer bei einer Demonstration in Deutschland ruft, Juden ab ins Gas. Der wird dafür wie selbstverständlich als Moslem nicht bestraft. So die bisherige Rechtsprechung in Deutschland. Mehr noch, in unseren Schulen und Kindergärten, Gerichten und anderen öffentlichen Gebäuden werden mit Rücksicht auf Muslime unsere Symbole, christliche Kreuze beispielsweise, abgehängt. Weihnachtsmärkte, Martinumszüge und so weiter werden umbenannt. In Supermärkten bekomme ich immer öfter nur islamisches Halalfleisch und so weiter. Der nächste Punkt, der mich stört, also beim Thema Islamisierung, muss ich einfach sagen, passt mir nicht. Schluss, aus. Ich wünsche mir statt immer mehr Integrationsbeauftragte, ich wünsche mir für diejenigen, die sich nicht anpassen, Rückführungsbeauftragte. Bravo. Nächster Punkt. Sie prahlen, wir zahlen. Nicht ein Versprechen, welches Politik und Medien uns Bürgern über alle Parteien hinweg in den letzten Jahren gegeben haben, wurde eingehalten. Der dem Untergang geweihte Euro wurde uns gegen den erklärten Willen der Mehrheit der Bevölkerung aufgezwungen. Man hat uns gesagt, der Euro werde ebenso stabil wie die D-Mark werden. Nichts ist davon wahr. Ich wünsche mir, dass es nicht ständig neue Steuern gibt. Deutschland ist auf dem Weg zum Weltmeister beim Abkassieren der Bürger, denn die Belastung der Bürger steigt mit ebensolcher regelmäßig kontinuierlich wie die Diäten unserer Politiker. Zukunftsangst. Die Rente ist sicher, hat uns die Politik über Jahrzehnte hin versprochen. Heute wissen wir nicht nur, dass das Gegenteil der Fall ist. Heute wissen wir, die Rente ist sicher weg. Politik und Medien haben uns Bürger auch bei diesem Thema gemeinsam betrogen. Ein Durchschnittsverdiener, der 45 Jahre lang gearbeitet und in 13 Jahren in Rente geht, erhält nach Abzug von Sozialabgaben und Vorsteuern heute gerade noch 44% des durchschnittlichen Erwerbseinkommens. Im Jahr 1977 waren es noch fast 70%. Nächster Punkt, Kriminalität und innere Sicherheit. Der Staat kann seine Bürger nicht mehr schützen. Er hat jenes Band aufgekündigt, welches zu den Grundpfeilern eines Staatswesens gehört. Politik und Medien haben uns Bürgern vor der EU-Osterweiterung ein Mehr an Sicherheit versprochen. Stattdessen gibt es freie Fahrt für Einbrecher, Schieber und Betrügerbanden. Nicht nur ältere Bürger haben heute flächendeckend Angst, wenn sie das Haus verlassen. Nächster Punkt, äußere Sicherheit. Wir haben mit unseren Steuergeldern eine Bundeswehr finanziert, die uns in Krisenzeiten im Innern bei Katastrophen Nothilfe leisten und auch im Falle der hoffentlich nie eintretenden äußeren Bedrohung mit bestem Material schützen soll. Heute aber haben wir eine Armee, in der familienfreundliche Kita-Plätze, muslimische Seelsorger und Rücksichten auf die Befindlichkeiten von Schwulen vor allem anderen Vorrang haben. Äußere Sicherheit. Bei der Bundeswehr wollte ich noch sagen, inzwischen lacht die ganze Welt über jenen Schrott, den die Bundeswehr auf Fliegerhorsten, in Panzerkasernen und den Marinestützpunkten stehen hat. Das beste Material wurde zu Auslandseinsätzen hingeschafft, vom Steuerzahler finanziert und ist jetzt Schrott. Innere Sicherheit futsch, äußere Sicherheit futsch, unsere Energieversorgung das gleiche Problem. Nächster Punkt, Verfall der Infrastruktur. Unsere Straßen wurden vor wenigen Jahren noch international, wurden wir darum beneidet. Doch unsere Politiker haben Straßen, Brücken und Schienenstrecken überall ebenso verfallen lassen wie Schulen, Kindergärten, Universitäten, Schwimmbäder und Bibliotheken. In den Schulen fällt der Putz von den Wänden, in Kindergärten grüßt der Schimmel, im Krankenhaus ist die Chance groß, sich einen tödlichen Krankenhauskeim einzufangen und die veralteten Rettungswagen fahren über Schlaglochpisten. Das ist die Realität heute zum Jahreswechsel 2015. Was machen die Bürger? Abstimmung mit dem Möbelwagen.
Jahr für Jahr ziehen mehr als 160.000 gut ausgebildete Deutsche, die unsere Sprache sprechen, qualifiziert und integriert sind, aus diesem Wahnsinn die Konsequenzen und stimmen mit dem Möbelwagen ab. Sie wandern aus. Stattdessen kommen Hunderttausende schlecht Qualifizierte, für die wir hier kaum eine Chance haben, aber sie werden mit einer Willkommenskultur begrüßt. Wir müssen immer bedenken, dass das unsere Kinder und wir einmal alles dauerhaft bezahlen müssen. Nächster Punkt, Verlust der nationalen Identität. Nicht nur hier in Deutschland, überall in Europa, ob das in Schottland ist, ob das in Katalonien ist, überall in Deutschland wird ein Respekt vor der Nationalität, vor der nationalen Identität wieder erwartet. Was mich dann noch stört, EU-Bürokratie. Nach und nach wird den Bürgern vieles genommen, was zu ihrem Leben gehörte, weil eine ferne bürokratische Macht in Brüssel hinter verschlossenen Türen entschieden hat, dass es so besser sei. Von Glühbirnen über Duschköpfe, von Staubsaugern über Kaffeemaschinen oder Haartrockner befindet jetzt ein großer Bruder darüber, was gut für uns ist. Nächster Punkt, der irre Kult um Schwule, Gender und Transvestiten. Total abgehobene Politiker und Medien haben sich eine Welt geschaffen, welche nichts mehr mit uns Normalbürgern zu tun hat. Das nächste, das, was wir heute Abend hier erleben, Sprechverbote und politische Korrektheit. Politik und Medien geben uns eine Trottelsprache vor. Unsere Schul- und Kinderbücher werden umgeschrieben. Professionelle Minderheitenschützer, denen unsere Eliten huldigen, zerbrechen sich den ganzen Tag den Kopf darüber, welche neuen Vorschriften sie uns sprachlich machen können. Über vieles dürfen wir jetzt schon lange nicht mehr sprechen, in diesem angeblich freien Land, in dem Demokratie und Pressefreiheit nur noch simuliert werden. Was mich aber am meisten aufregt, und ich hoffe, dass die Gegendemonstranten da wenigstens mit uns übereinstimmen, das ist die unglaubliche Kriegshetze. Inmitten dieser explosiven Situation mit den Punkten, die ich genannt habe, lenken Politik und Medien den wachsenden Wutstau in der Bevölkerung gezielt ins Ausland ab, vor allem derzeit gegen Russland. Wie ich schon sagte, 2/3 der Bevölkerung trauen unseren Medien bei der Ukraine- und Russland-Berichterstattung nicht mehr. Seit Monaten schon wird Moskau in Zusammenhang mit der von den USA vorsätzlich geschürten Ukraine-Krise als neues Feindbild jener NATO aufgebaut, der deutsche Alpha-Journalisten als verlängerter Arm der NATO-Pressestelle dienen. Diese Kriegshetze in den Medien, wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, für die ich lange gearbeitet habe, der Süddeutschen Zeitung, der Zeit und öffentlich-rechtlichen Sender, hat sich flächendeckend in der Bevölkerung herumgesprochen. Ich muss Ihnen sagen, man hat uns gesagt, in der Ferne am Hindukusch in Afghanistan verteidigen wir Frieden und Freiheit. Aber wer verteidigt hier in Bonn bei Godesberg, in Köln, in Dresden unsere Freiheit? Sollen wir die kampflos aufgeben? Tag für Tag geben wir ein eigenes Stück unserer Heimat im Inland auf, in vorauseilendem Gehorsam, weil wir immer mehr Flüchtlinge aus Krisen- und Kriegsgebieten hier ins Land aufnehmen, ins Land lassen, wo erst die amerikanische Kriegspolitik überhaupt dafür gesorgt hat, dass diese Flüchtlingsströme überhaupt erst entstehen. Deshalb muss ich sagen, das alles sollte ein Ende haben. Das wollen die Demonstranten von PEGIDA und BOGIDA und den vielen sich entwickelnden Schwesterorganisationen Ihnen da draußen nur einmal deutlich zeigen. Klar ist, unsere Politiker und die Parteien haben ein Verfalldatum. Wir Bürger können sie ab sofort einfach ignorieren. Klar ist auch, unsere Wut auf Politiker und Lügenmedien hat kein Verfalldatum. Wir machen weiter und wir werden vielleicht so wie in Dresden auch immer stärker werden. PEGIDA in Dresden habe ich versprochen, auch dort aufzutreten, auch in anderen Städten. Ich mache das nicht für eine bestimmte Partei, nicht für Geld, sondern ich mache es für euch da draußen. Dafür halte ich auch hier den Kopf hin und lasse mich gern auch als Ratte beschimpfen. Danke fürs Zuhören, macht weiter so.